Hallo, hier ist euer Dutzi Dutzi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute zeige ich euch, wie ihr bei Star Wars Jedi Fallen Order angepasste Lichtschwertfarben selber machen könnt. Also so die Farbe anpassen, so wie ihr es haben wollt. Dazu müsst ihr hier auf die Seite gehen. Ich werde es auch noch mal in die Beschreibung verlinken. Und dann hier den Lightsaber Color Editor. Da könnt ihr im Prinzip die Farben so anpassen, wie ihr wollt. Da kannst du zum Beispiel auch so sehen die Farben bei mir dann aus. Also man kann es auch individuell anpassen, so wie man es will im Prinzip. Das ist auch nochmal alles hier super beschrieben. So. Ich lasse die Seite mal offen, damit ich... Gut, und das ist im Prinzip hier das Programm hier. Ich habe ja im Prinzip schon da was drin. Das ist im Prinzip auch das Ding hier. Das habe ich bei mir hier. Jetzt müsst ihr genau aufpassen. Das heißt Jedi Fallen Order. Dann auf SW Game. Also da müsst ihr es auch hin exportieren. Content. Und auf Packs. Ist der Ordner weg oder was? Not found. Der hat noch mal hier. Sorry, aber gerade irgendwie funktioniert hier gar nichts. Kann das irgendwie nicht. Okay. Das machen wir dann später. Hier auf dem Desktop haben wir auch eine Datei. So. Ja, also ich habe ja hier auf dem Desktop das auch nochmal mit reingepackt. So. So, ich habe die Farben im Prinzip schon geändert. Also hier könnt ihr zum Beispiel die Schwertfarbe auswählen und in welcher Farbe das leuchten soll. Also ich habe die Schwertfarbe bei mir komplett schwarz gemacht. Ich werde das auch nochmal als Download machen, damit ihr das auch machen könnt. So, hier. Also ich habe auch hier rot reingemacht. Und mir hellblau. Auch weiß habe ich reingemacht. Die anderen Farben habe ich versucht so ziemlich zu lassen. Ja, und hier habe ich auch lila mit drin. Habe ich gedacht, man braucht eigentlich nur eine Farbe von dem, weil die wohl so ähnlich aussehen. Fand ich jetzt nicht sehr interessant. Und dann hier die verschiedenen Farben, die klingen auch immer ein bisschen anders. Da ich habe halt rot genommen, also man kann auch die orange nehmen. Also ja, also man kann die Geräusche im Prinzip auch so machen, wie man will. So, und jetzt tun wir das mal exportieren. Das ist nämlich, jetzt muss man das nämlich genauso machen, wie ich das vorher dann machen wollte. Hier SW Game, Content. Wo ist denn? Ach. Ich habe den Ordner versehentlich da reingeschoben. Tut mir leid, das war mein Fehler. So. Gut. Und dann steht hier Custom Lightsaber Colors Export to the Game. Und hier steht es auch nochmal drin. To uninstall Navigate Jedi Fallen Order SW Game Content Packs und diese Datei löschen. Das ist im. Kann ich nochmal so machen. Ich gehe hier aber nochmal. So. Das machen wir ein bisschen größer, da könnt ihr es ein bisschen besser sehen. So, komm her. So. Jedi Fallen Order, SW Game, Content, Packs. Und das ist ganz unten das Ding. Wenn ich es ja löschen wollte, dann, also wenn ihr es nicht mehr haben wollt, dann
tut er einfach diese Datei hier entfernen. So, gut. Gut, und dann können wir das hier auch wieder schließen. Dann starte ich das Spiel mal. Gehe aber hier auch auf Szenensammlung und macht mal hier. Und oder? Das, jetzt habt ihr mal kurz einen schwarzen Pellschirm. So. So. Ich penne direkt schon bei einer Bank. Ja, also bei einer. Das. Bei so einer. Das. Das Werkbank im Prinzip schon. Das habe ich ja schon so ein bisschen vorbereitet gehabt. Und zieht euch das rein. Das ist jetzt das Blaue. Ja, und der Sound. Das ist im Prinzip der Sound vom roten Lichtschwert. So. So, jetzt machen wir mal die nächste Farbe. Das war im Prinzip jetzt blau. Sehen wir grün aus. Das sind im. Ja, also ich habe die alle in diesem Stil hier gemacht. Das sieht auch nicht schlecht aus, muss ich wirklich sagen. Also gefällt mir auch. Das ist. Und zur nächsten Farbe. Violett. Also, mir gefallen diese Farben, also dieser Stil, der gefällt mir einfach. Das hat im Prinzip orange. Wie gesagt, ihr könnt es ja so anpassen, wie ihr wollt, aber mir gefällt es so auch. Das gefällt mir sogar besser als das Original, aber das muss jeder selber wissen, ob er das wirklich so haben will. So. Gut, nächstes. Gelb. Das sieht auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Hier. Das ist mal eine Abwechslung hier mit den Schwertern. Das gefällt mir richtig gut sogar. So, und jetzt kommt eine andere Farbe, als wir hier sehen. Ich hätte es auch ein bisschen anders da machen können, aber hier haben wir jetzt weiß. Ein heißes Shining. Das sieht auch nicht schlecht aus, muss ich wirklich sagen. Das
Das ist zum Beispiel auch so ein Favorit von mir. Ich zeige jetzt mal alle durch und dann am Ende hätte ich noch ein paar Gegner platt machen. Magenta. Das ist rot. Das ist. Ja, es sind im Prinzip dunkle Schwerter, sind das im Prinzip. Ja, ich habe die alle so in dem Video gemacht. Weil ich das so einfach am schönsten fand. Aber es muss jeder das ever wissen. Ja, also, wenn jemand das haben will, dann kann er wirklich das sich downloaden und ich zeig dann auch nochmal, wo man das einfügen muss. Das ist nochmal hellblau. Ja, aber die andere Farbe, die hat mir überhaupt nicht gefallen, die wo der im Original war. Das ist zum Beispiel auch so ein Favorit von mir. Und vor allem ist es auch sehr hell. Gut. Aber ich laufe jetzt mal mit dem roten Lichtschwert herum und machen wir ein paar Gegner platt. War so nicht geplant. Und dann ruhen wir uns mal kurz aus und tun mal die Gegner respawnen lassen. So. Der dunkle Sith ist hier. Ich sehe dich, Jedi. Ich sehe dich. Knapp daneben. Hoppala. Oh, verdammt. Und tot. Ja, also mit dem Schlag, da kann man ganz schön viel Schaden anrichten, muss ich sagen. Man muss da aufpassen, dass man nicht schnell weggeholt wird. Aber ich muss sagen, mir gefällt das irgendwie. Geh zum Angriff über. Er blockt. Gut jetzt. Ich krieg das gerade irgendwie nicht hin. Und bam, hier. Also ich muss sagen, diese Farben gefallen mir wirklich sehr, muss ich sagen. Ja, also dieser Stil. Ja, und die Gegner haben dann auch so eins, wie ich jetzt gerade habe. Ja, also diese Inquisitoren. Aber die kippt jetzt ja bei mir nicht mehr. Die sind ja schon tot. Und halt so schön war, habe ich das jetzt mal mit einer anderen Farbe nochmal, diesen Kampf. Weil das hat gerade so viel Spaß gemacht. Weiß oder hellblau? Ich mach's mal mit blau. Mit blau mache ich es mal. Sieht auch sehr interessant aus hier, finde ich. Ja, also man kann das so individuell anpassen.
es so, wie man es haben will. Gut, dann ruhe ich mich hier nochmal aus. Damit die Gegner nochmal respawnen. So. Mit blauem hat man gesehen, wie du den Schlag abwehrst. Aber wie ich das liebe. Okay, hier kommen jetzt so Gegner. Jedi, Information! Angekommen! Greife den Feind an! Kommt von der Seite! Nicht nachlassen! Reich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Zurück! Einfach zurück! Ich liebe das. Ja, also dieses Ummotten, also. Ja, also es kann jetzt jeder so, ich kann ja das so haben, wie ich das hab. Also ich werde es auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Damit ihr euch die Datei downloaden könnt. Ich speichere nur mal kurz, so. Gut. Gut, so, zack. Ganz einfach, so. Das ist im Prinzip dieser Teil, werde ich euch zum Download auf jeden Fall anbieten. Und, diese Color Editor, den könnt ihr bei Nexus Mods auf jeden Fall downloaden. Ihr müsst natürlich in Konto machen, das ist im Prinzip kostenlos. Und da könnt ihr euch im Prinzip es dann auch downloaden dann. Und ja, ich werde es natürlich dann auch verlinken. Und ich zeige nochmal, wo ihr das, ja, also wenn ihr es nicht mehr haben wollt, wo ihr dann hin müsst, also Jedi Fallen Order, SW Game, Content, Packs, dann ganz runter. Wenn ihr es dann rausmacht, dann ist es wieder so, wie es ursprünglich war. Genau, und also ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Spaß dabei. Und dann verabschiede ich mich und sage nach nur noch, mach's gut.